Die strikte Durchsetzung von Maschinenpflege sorgt für eine neue Art von Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Jawohl, Terminator! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Frostpunk 2 oder auch Frustpunkt 2, wie ich es gerne nenne. Wir haben beim letzten Mal es geschafft, Öl zu finden. Es ist endlich passiert. Und wir haben das erste Öl auch schon hierher geschafft. In unsere Kolonie hier. In unsere Neu-London-Stadt. Und das Schöne ist, da müsste jetzt die Wärme eigentlich auch steigen. Also ich hoffe, der Generator verbrennt dieses Öl dann auch entsprechend. Also ich hoffe, der kann beides verarbeiten. Aber es sieht hier eigentlich so aus, als wäre hier nur die Kohle erstmal dran. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht müssen wir die Verarbeitung von Öl hier noch irgendwie freischalten in Neu-London. Da müssen wir mal schauen. Mal schauen, was kommt, wenn wir dann die Einheiten transferiert haben. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Frostpunk 2 reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, die Benachrichtigung aktivieren. Ihr wisst sowieso, was ihr machen sollt. Müde und frustriert. Noch eine 10-Stunden-Schicht. Was gebe ich jetzt für eine Mütze Schlaf? Hab den Jungs versprochen, mit ihnen die Wärmeleitungen zu checken. Und dann muss ich noch die Speerausrüstung reparieren. Ich wünschte, alle würden ihren Teil tun. Brick und Dick da drüben. Was leisten diese, das darf ich nicht sagen, für unsere Gemeinschaft, außer die Bar zu besuchen? Vielleicht sollte ich aufhören, sie zu bedienen. Keine Verantwortung, kein Bier. Dass gemeinnützige Arbeit nicht gesetzlich geregelt wird, steigen die Spannungen. Okay, können wir ein Gesetz machen? Ein Gesetz für, was ist das dann, Gesellschaft? Muss ja hier eins sein, was nicht reguliert ist. Stadt. Gemeinnützige Arbeit, hier das. Was haben wir denn da für Auswahl bei Gesetzen? Unterstützung von Expeditionen. Alle müssen die Expeditionen unterstützen und ihnen bei den Reisevorbereitungen helfen. Erkundungszeit sinkt. Stadtentwicklungsmaßnahmen. Alle müssen sich an der Produktion der Fertigbauteile beteiligen, um die Erweiterung der Stadt zu unterstützen. Das klingt gut. Eine kleine Menge von Prefabs wird im Hauptbezirk produziert. Da kommt immer Baumaterial zusammen, auch wenn wir keine Quelle haben. Das ist eigentlich gar nicht so blöd, weil dann kann uns das Baumaterial prinzipiell nicht ausgehen. Heizungsrohrwache. Alle sind dazu verpflichtet, die Heizungsrohre an ihrem Wohnort zu inspizieren und kleine Hitzelecks in der Stadt bei Bedarf zu reparieren. Wärmebedarf sinkt. Ich bin hierfür eigentlich. Da sind auch fast mehr dafür als für das hier. Ich bin deswegen hier dafür, weil wir dann immer so ein Kontingent von Baumaterial haben und müssen nicht primär jetzt unbedingt dann die Fabriken mal umstellen, um Baumaterial zu produzieren. Das kommt quasi immer irgendwie rein. Das finde ich eigentlich ganz nice, wenn ich das richtig verstanden habe mit den Prefabs. Genau. Schlagen wir das mal vor. So, ich habe keine Ahnung. Es sieht eigentlich aus wie ein stabiler Überschuss. 35 sind unschlüssig. Wir lassen es mal drauf ankommen. Mal gucken. Bin mal gespannt. Wir brauchen 51 Stimmen. Sieht doch gut aus, haben wir schon. Oh, aber ganz knapp nur mit 5 Stimmen. Geil, aber war gut. Damit produzieren wir jetzt immer Baumaterial nebenbei noch. Ich meine, wir haben 2196. Eigentlich müssen wir mal Baumaterial mal mehr ausgeben, wa? Bevölkerung gewachsen. Okay, warte mal kurz. Das ist ein gutes Stichwort. Ich muss mal pausieren jetzt. Wir brauchen einen größeren Industriebezirk, weil wir nicht genug Waren produzieren. Wir brauchen auch mehr Materialien. Wir haben ja hier gerade einen Bezirk quasi verloren, der ursprünglich mal Waren produziert hat. Hier genau, hier ist doch der Förderbezirk für unendlich Waren. So, da müsste es doch eigentlich normalerweise, wenn wir hier einen Förderbezirk bauen, müsste es doch eigentlich immer, aber da steht Menge 0. So, also das verstehe ich nicht ganz mit dem unendlich. Wird das wieder regeneriert irgendwann oder wie muss ich das verstehen? Irgendwie checke ich das nicht so ganz, wie das gemeint ist. Muss ich ehrlicherweise mal sagen. Na gut, dann mach doch mal hier das Eis, brich das mal hier weg einfach. Und dann schauen wir mal, dass wir uns hier entlang mal einen weiteren Bezirk einfach mal machen. Und dann müssen wir mal schauen, vielleicht regeneriert sich das auch einfach über die Zeit. Müssen wir mal schauen, lass mal Zeit ablaufen.
Es kommen irgendwie nicht mehr Öleinheiten an. Die 13 sind irgendwie alles, was da jetzt ankam. Was ist denn da los eigentlich? Sag mal. Oh, wir können hier mal noch ein bisschen mehr machen. Guck mal. Mach mal 85. Ressourcen senden. Ein neuer Kraftstoff fließt. Vorfreude liegt in der Luft, als die erste Lieferung Öl nach Neu-London geschickt wird. Die Vorstellung einer Zukunft, in der wir nicht frieren müssen, fühlt sich unwirklich an. Aber damit diese Vorstellung wahr wird, müssen wir den Generator umrüsten. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, genau. Um das schwarze Gold in Wärme umwandeln zu können. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Unsere Zukunft hängt davon ab. Also von Kohle auf Öl umrüsten. Alles klar. Das müssen wir erforschen, glaube ich. Das ist eine Forschung, meine ich. Kapitel 2. Ambitionen. Wir sind in Kapitel 2. Neues, meine lieben Freunde. Neues. Das ist doch super. Ambitionen. Die Menschen jubeln, als das Öl die Stadt erreicht. Es bleibt jedoch die Frage, was das für unsere Zukunft bedeutet. Die jahrelangen Qualen sind endlich vorbei, rufen ihre Anführer auf den großen Plätzen der Stadt. Mit dem Geschenk des Öls und dem Licht des Ofens können wir den Frost besiegen und ein warmes Paradies erschaffen. Lasst uns den ehrwürdigen Antrieb verbessern und Öl pumpen, bis der Schnee der Stadt für immer geschmolzen ist. Die Wegweiser sind anderer Meinung. Der Frost ist unsere Realität. Was die Glaubenshüter predigen, ist totaler Schwachsinn. Wir können es kaum erwarten, bis Neu-Londons Generator verrostet. Wir müssen uns an diese Welt anpassen und das Frostland wieder besiedeln. Das Lustige ist, das ist nur eine ganz kleine Fraktion, 5% oder so. Die haben eigentlich gar nichts zu melden. Wähle, in welche Richtung die Stadt geführt werden soll. Achso, ich muss jetzt A oder B wählen oder was? Glaubenshüter werden diese Entscheidung begrüßen. Generatorverbesserung, Ölpumpen, nur Ölbetrieb. Erschließung, unerschöpflich tiefer Vorkommen. Wegweiser werden diese Entscheidung begrüßen. Generatorenverbesserung, adaptive Pumpen. Alle Brennstoffe und Frostlandsiedlungen in unbegrenztem Ertrag. Eifer steigt. Ja, das ist jetzt die Frage. Beides ist irgendwie sinnvoll, ne? Ich würde schon den Generator umrüsten. Würde ich schon machen. Weil ich will erstmal auch sehen, ob das, wie es aussieht, ob man das von außen sehen kann. Und außerdem, ja, habe ich dann weniger Ressourcenprobleme, weil die Kohle geht halt irgendwann zur Neige. Ich weiß ja nicht, wie sich die Wegweiser das vorstellen. Soll ich jetzt da überall Kohle, Öl-Siedlungen bauen, überall und dann Kohle in die Hauptstadt schaffen? Ich weiß ja nicht. Das halte ich irgendwie für ein bisschen sinnlos. So. Sieg über den Frost. Wir haben Öl, genau. Generatorenverbesserungen können jetzt erforscht werden, genau. Konzentriert euch auf den Generator. Sorgt für eine warme Stadt. Ja, wir müssen erstmal die andere Forschung noch durchlaufen lassen, die da noch ist. Guck mal, jetzt haben wir auch keinen Zeitdruck mehr tatsächlich. Obwohl ja eigentlich das mit der Kohle ja immer noch ein Problem sein müsste. Baue im Zentralbezirk Ölpumpen für den Generator. Erforsche und konstruiere Generator-überschüssige Injektion. Aktiviere überschüssige Injektion und stelle genug Öl bereit, um einen Wärmeüberschuss zu erreichen. Optional. Erforsche Schmelze tiefer Vorkommen und baue einen tiefen Schmelzbohrer. Warte mal ganz kurz. Das sind ganz viele Aufgaben jetzt. Wir müssen mal ganz kurz mal hier nochmal rüber. In die andere Kolonie. Hatte ich hier jetzt schon einen Wohnbezirk gebaut eigentlich? Was ist denn hier jetzt? Deaktiviert wegen fehlender Vorkommen. Ach, ist schon alles weg, oder was? Ja gut, können wir das nochmal erweitern? Da ist da nämlich ja noch ein Ding hier. Warte mal, dann erweitert das doch einfach. Was soll der jetzt? So. Und hier hat man ja einen Wohnbezirk, oder? Genau, wir haben ja auch noch hier ein Plus an Wohnungen. Material ist halt knapp. Na gut, müssen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich das hier überhaupt ausbauen muss. Also ja, prinzipiell müssen wir das wahrscheinlich noch ausbauen, weil wir brauchen ja dann auch das Öl aus den Vorkommen hier. Vielleicht sollte ich da schon mal ein bisschen in Richtung eines weiteren Vorkommens das Eis brechen. Nicht, dass wir das zu spät machen. Könnte ein bisschen dämlich sein. Kann man das auch von da unten? Nee, von da unten kann man nicht. Wir müssen dann, wenn, dann hier lang. Hier ist ja noch Zeug und hier ist auch noch Zeug. Also so in beide Richtungen im Endeffekt. Lass das schon mal machen. Besser ist es. Nicht, dass wir das zu spät machen. So, und dann in Neu-London müssen wir Ölpumpen für den Generator bauen. Können wir das jetzt schon machen? Ölpumpen, da.
Der Generator arbeitet mit erhöhter Effizienz, kann aber ausschließlich durch Öl betrieben werden. Im Generator verbranntes Öl generiert etwas Elend. Hochmoderne, für Öl optimierte Pumpe. Okay, wo muss die hin? Ach, direkt da drauf. Okay, gut. Machen wir das mal. Lassen wir das mal laufen und dann erforschen wir die Injektoren noch. Wenn das hier durch ist, was jetzt erforscht wird, genau. Ja, hier die Wegweiser. Oh, die haben schon 10% von der Größe. Die haben ja bald die Größe der Glaubenswächter erreicht. Da müssen wir ein bisschen gucken. Frostländer 43. Nicht, dass die irgendwann hier so groß sind, dass die hier Aufstände machen können. Das wäre schlecht. Was ist das hier jetzt? Müssen wir nicht eigentlich auch mal wieder so Expeditionen mal starten? Warte mal, lass das mal machen. Lass mal... Wo war denn hier das mit den... Mit den Kohlen? Gefrorenes Meer. Heulende Küste. Berge, Tal. Berge. Erforderlich 20. Lass mal hier eine Expedition hin starten. Kohle ist ja vielleicht doch gar nicht so sinnlos noch. Dass wir vielleicht da nochmal ein bisschen was bekommen auch. Also ich weiß nicht, jetzt sind wir ja unabhängig eigentlich von Kohle, aber so ganz sinnlos ist es vielleicht doch nicht. Oh, hier haben wir eine Meldung. Eis ins Feuer, wachsende Radikalisierung. Oberhaupt, der wachsende Eifer bestimmter Gruppen in unserer Stadt bietet langsam Grund zur Sorge. Unruhestifter erhöhen die Spannung und drängen ihrer Fraktion zu immer radikaleren und brutaleren Aktionen. Wir haben Terroristen! Sofern wir ausreichend Gefängnisse bauen, könnten unsere Wachen solche militanten Aktivisten in Schutzhaft nehmen. Eine kurze Inhaftierung würde sie zu einer Pause zwingen und Gleichgesinnte beruhigen. Baue Gefängnisse, um mit der Bezirksfähigkeit Militanz verfolgen, Fraktionseifer zu senken. Ich verstehe. Könnte ich denen nicht auch einfach irgendwie mal mit einer Sache entgegenkommen? Was wollen die denn haben? Haben die irgendwie irgendwas, was sie haben wollen vielleicht? Ich könnte ihre Projekte mal finanzieren. Ich habe genug Geld dafür. Komm, machen wir mal. Wegweiser erhalten 106 Wärmemarken. Sie werden damit ihre Verbesserungen vorantreiben. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Vetternwirtschaft. Reinste Vetternwirtschaft. Was? Nein, jetzt haben die 2% mehr. Beziehung feindselig. Ich habe ihnen Geld gegeben. Die undankbaren Säcke, Alter. Gefängnisse. Gefängnisse. Ach ja, Wärmeverteiler. Stimmt, da war ja was. Die wollten wir ja auch noch bauen. Ah, jetzt kommt hier schon wieder eine Meldung. Glaubenshüter, Straßengebete. Oberhaupt, die Glaubenshüter, die sich der Vision verschrieben haben, den Generator zu verbessern und ein warmes Utopia zu errichten, versammeln die Einwohner zum Straßengebet. Horcht, die ihr noch Mut habt, rufen ihre Prediger auf die Worte des Kapitäns. Tag 5, Strophe 3. Der Generator wärmt unsere Haut, doch der Glaube wärmt unsere Herzen. Brüder und Schwestern, wir werden ein warmes Paradies erschaffen. Ihre Gebete ermuntern alle Zuhörer, sich stärker für das Wohl der Stadt einzusetzen. Sollen sie etwas Bestimmtes verkünden? Mehr Arbeitskräfte beisteuern. Prozentzahl aktiver Arbeitskräfte steigt. Wärmemarkeneinkommen. Vertrauen leicht erhöht. Ja, Vertrauen erhöhen ist doch gut. Eine bessere Zukunft beten, das ist gut. Dann haben die hier nämlich nicht so viel Nährboden. Genau, guck mal, da sinkt nämlich gleich um 1% die Zustimmung für die Wegweiser. Das ist gut. So, wir haben jetzt das verbessert. Genau, hier wird gebetet. Und wir brauchen jetzt die Erforschung. Jetzt dauert das hier leider noch ein bisschen. 4 Wochen noch. In 4 Wochen haben wir noch Zeit, um das abzuschließen. Hoffen wir mal, dass das... Kann man die Forschung irgendwie boosten? Dass die schneller geht? Dass ich einfach mehr Geld reinballern kann irgendwie? Geht das? Beim Öl sind wir im Minus. Bei Kohle... Warte mal, können wir jetzt eigentlich die Kohle jetzt stilllegen eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich mache es mal spaßenshalber mal aus. Gucken, was passiert. Guck mal, wir haben immer noch einen riesen Überschuss an Kohle. Stimmt, wir haben ja auch noch die Mine. Weil jetzt müssten wir ja schlagartig viel mehr Arbeitskräfte frei haben eigentlich. Und dann könnte man ja mal hier diese Fabrik auch bauen. Diese Spezialfabrik.
Warte mal, Industrie. Und die Wärmeverteiler. Hier, guck mal, mechanische Dings. Mach mal eine mechanische Fabrik. Und bau mal noch einen Wärmeverteiler auch. Wo können wir den hinsetzen? Das ist die Frage. Ah, da kann man den hinsetzen, okay. Mach mal da einen hin. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Jetzt, wo wir diese Arbeitskräfte einsparen, weil wir ja die Kohle nicht mehr fördern müssen, können wir ja das an anderer Stelle dann nutzen. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Ja, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir das Öl auch regelmäßig transferieren, glaube ich. Wir müssen mal aufpassen, dass hier nicht irgendwie... Warte, mach mal hier einen Transfer oder so. Transferier mal mehr. Mehr. Senden, genau. Und dann mach mal hier noch eine Grabung, dass wir zur nächsten Ölquelle schon mal kommen. Dass wir hier mal... Also einmal nach unten am besten. Ah, hier kommt man gar nicht nach unten, sehe ich gerade. Das ist natürlich blöd. Das ist ungünstig. Aber hier kommen wir schon mal an die Bauteile ran. Das ist schon mal nicht verkehrt. Wie kommt man denn dann hier ran? Muss ich mich einmal komplett oben drüber buddeln oder was? Na gut. Jetzt mal schauen, was ist das hier? Ist es die... Ach, das ist die Pumpe, Pipeline. Forderung der Frostländer erfüllt. Jawohl, die Beziehung zur Gemeinschaft der Frostländer verbessert sich. Super, super, super. So, jetzt schnell die Forschung für den Generator machen. Beheizung. Generatorverbesserung. Genau, das müssen wir machen. Überschussinjektoren. Fortschrittliche Zukunftsmechanismen, die überschüssige Wärme an andere Bezirke und Anlagen verteilen, um deren Effizienz zu erhöhen. Wärmeüberschuss, was allen überschüssigen Brennstoff verbraucht und die Leistung aller Bezirke um 15% steigert. Aber sowas von müssen wir das machen, definitiv. Dann haben wir das und dann müssen wir noch die Überschussinjektoren aktivieren und die Schmelze tiefer Vorkommen auch noch erforschen. Sehr gut, sehr gut. Ja, läuft doch. Und wir haben keinen Countdown mehr. Das ist eigentlich schon das Angenehmste an der ganzen Sache mit dem Öl, dass der Countdown halt nicht mehr ist. Entscheidung 2 habe ich mit mehreren Quellen Öl und Kohle nutzbar. Also hier bei der Entscheidung fixiere ich mich quasi auf das Öl und kann die Kohle dann jetzt nicht mehr so wirklich nutzen, quasi. Und bei der anderen Entscheidung könnte ich beide Quellen nutzen, parallel. Schon irgendwie ein bisschen komisch. Naja, egal. Wir müssen mal dafür sorgen, dass wir mehr Material kriegen, sehe ich gerade. Hier müssen wir mal ein bisschen abbauen. Frostpunk ist, wenn nach dem Countdown vor dem Countdown ist. Es stand doch da, alle Brennstoffe nutzbar. Stand das echt da? Habe ich nicht gesehen. Diese ganzen Informationen, die da kamen, das habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Habe ich einfach nicht gesehen. Aber ist egal. Jetzt haben wir halt nur Öl. Müssen wir halt nur mit Öl arbeiten, geht ja auch. Aber die Frage ist, wird es dadurch jetzt schwerer? Eigentlich ja schon, weil wir nur einen Brennstoff haben. Ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt mit der Kohle? Da brauchen wir ja auch die Kohlemine nicht mehr, ne? Die wir da ja jetzt anzapfen. Ich meine, wir können ja warten, bis der Vorrat voll ist und dann die Kohlemine beenden. Mal schauen. Na gut. Wie sieht es eigentlich aus mit Expedition? 78%, 79%, das sieht gut aus. Forschung läuft auch durch. Und der Bau der Anlagen, die wir jetzt in Auftrag gegeben haben, ist schon durch, oder was? Okay, gut, dann lass doch einfach noch mehr machen. Stimmt, wir haben jetzt hier auch einen Überschuss bei den Waren. Das ist doch schon mal sehr gut. Wie sieht es mit Nahrung aus? Nahrung. Das hier war aber Nahrung, oder? Ja, das war Nahrung, okay. Ja, müssen wir ein bisschen zusehen, dass wir hier uns ausbreiten noch. Aber sollte das hier nicht eigentlich auch eine unendliche Nahrungsquelle sein? Irgendwie ist es merkwürdig mit den Unendlichkeitsquellen. Menge 100. Tiefes Vorkommen. Ach, das ist ein tiefes Vorkommen. Kann das sein, dass wir da eine neue Ausbeutungsmöglichkeit brauchen? Um das tiefe Vorkommen zuzugreifen, ja, ist das Gebäude Tiefenschmelzbohrer nötig. Okay, Tiefenschmelzbohrer. Haben wir sowas? Nee, haben wir nicht. Eine explosive Tiefenpumpe haben wir. Das wäre noch eine Forschung, die wir mal anwerfen müssten vielleicht. Damit wir da vorbereitet sind auch.
Na gut, dann lasst mal hier jetzt die Förderbezirke machen, dass wir wenigstens die Materialien jetzt bekommen, die wir brauchen. Hä? Okay, das war jetzt irgendwie... Ne, mach nochmal weg, bitte. Das war jetzt irgendwie nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Was macht er das denn so schnell? Warte mal ganz kurz. Ah, Sekunde, da macht er irgendwie Quatsch. Geh mal näher ran, ich sehe das auch so schlecht gerade. Da einmal. Also erstmal hier, so. Dann da, da, da. Und da hätte ich gerne. Und da noch einen, genau. So, dass wir hier die Fläche haben und hier schön die Verbindung. So möchte ich das, genau. So, da würde ich gerne noch mehr... Also vielleicht nochmal ein Wohnkomplex. Ich sehe nämlich auch gerade, wir haben ein Defizit beim Wohnen. Lass mal hier einen Wohnkomplex bauen. Und lass mal noch einen Wärmeverteiler auch noch bauen hier. Da haben wir ja Material für den ganzen Spaß. Und Arbeitskräfte haben wir jetzt auch reichlich. Edmund Worby, Treibhausarbeiter, wirft eine Handvoll Dreck in ein Grab. Was meinte der Pfarrer? Ein erfülltes Leben. Die Menge bei der Zeremonie war der Beweis. All die Menschen, denen du während des großen Sturms geholfen hast. Die Überlebenden, die du aus dem Frostland geholt hast. Sie alle wollten dir ihren Respekt erweisen. Lebe wohl, sage. Es tut mir leid, dass ich kein besserer Sohn war. Aber ich werde dich stolz machen. Du wirst es schon sehen. Leb wohl, Papa. Bestattungszeremonien. Hilft den Menschen, sich von ihrem Lieben zu verabschieden. Ach ja, stimmt. Gesetze. Bestattungszeremonie ist auch Gesellschaft, wa? Ah ne, das haben wir ja schon. Das war jetzt das, was wir deswegen... Also das haben wir gemacht und deswegen konnte der seinen Vater beerdigen. Ist doch schön, siehst du? Ist doch super. Können wir eigentlich noch was anderes machen, was keine... Was nicht geregelt ist? Zusatzstoffe. Ich mache jetzt mal die Zusatzstoffe. Weil da ist nämlich noch keine Regelung. Nur natürliche gesammelte Zutaten dürfen für Nahrung verwendet werden. Wir werden unsere Leute darin schulen, sie im Frostland zu sammeln. Bürger werden etwas Nahrung bei ruhigem Wetter bereitstellen. Die Stadt wird chemische Zusatzstoffe mit geprüften, akzeptablen Risikowerten genehmigen. Ja, das funktioniert bestimmt sehr gut. Nee, wir machen natürliche Nahrung. So, die Frage ist, ob das so durchgeht oder... Nicht, wir gucken mal. Wir lassen das mal einfach zur Abstimmung zu. Ja, knapp, aber man merkt schon, meine Mehrheiten und meine Zustimmungen werden weniger. Das wird langsam alles ganz schön prekär hier. Das liegt vielleicht daran, dass hier diese Fraktionen, die ein bisschen kritischer eingestellt sind, jetzt auch größer werden. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie soll man in Eis und Schnee denn was zu essen finden? Sind die völlig irre? Siehst du, und egal wie man es macht, die Leute beschweren sich. Da schützt man sie vor chemischen Zusatzstoffen und dann meckern sie rum, dass sie nichts finden. Das ist schon alles ziemlich witzig, meine lieben Freunde, ich sag's euch. Ich wollte mal hier mal ein bisschen ranzoomen. Da sieht man ja die einzelnen Leute auch rumlaufen. Mensch, guck mal. Das ist ja voll krass. Mir noch gar nicht aufgefallen, dass das ja die einzelnen Leute sind. Ich dachte so, da sind ja lauter bewegende Lichter und Lämpchen. Sind das alles Fahrzeuge? Aber nee, das sind ja Menschen. Voll heftig, wie man das sehen kann. Grafisch ist das schon ziemlich cool. Wir haben einen Überschuss vom Öl. Muss man jetzt kurz gucken. Housing brauchen wir immer noch mehr. Können wir Wohnkomplex machen? Wie wär's denn hier mal beim Expeditionisten? Das wäre doch mal eine Idee. Ah, stimmt, Expeditionen, die sind abgeschlossen. Gleich mal gucken, wie sieht's denn da aus? Was war denn das hier hinten eigentlich? Siedlungsbevölkerung, 3500 Menschen. Ah, wenn wir Zugang und einen Pfad zur heißen Quelle haben, können wir Krankheiten... Ach, das war das Ding. Ah ja, stimmt, da können wir nichts machen. Ja. Nee, wir müssen mal schauen, können wir hier irgendwo was Sinnvolles erobern irgendwie? Wir haben ja hier die Tesla-Schule. Geheimnisvolle Türme. Hohe Türme stehen auf der Kuppe. Der ständige Wind und die umliegenden Gletscher verhindern weitere Erkundungen. Unsere Späher haben angemerkt, dass ein paar Tunnel nahe Tesla City Tesla in diese Richtung führen. Wir könnten eine Expedition ausrüsten und versuchen, dieses Gebiet... Das ist quasi der... Der Elon Musk, quasi. Er fordert 30 Frostland-Teams. Kann ich noch 5 weitere Leute bekommen bei den Frostland-Teams? Das wäre natürlich nice, aber da kriegen wir anscheinend noch Baumaterial.
Baue einen Pfad. Mine des Camps. Da kriegen wir Kohle. Naja, das brauchen wir jetzt natürlich nicht so dringend. Unwegsames Territorium. Ja. Komm, wir gehen mal dahin. Mal gucken. Da ist zwar jetzt nichts, aber da haben wir zumindest eine Verbindung hergestellt zu den anderen Territorien. Und dann gucken wir mal, ob wir eins von den Expeditionszentren nochmal ein bisschen erweitern können vielleicht. Ja, guck mal hier, das hier. Wenn ich das erweitere, kann ich doch bestimmt... Ah, da muss ich vorher... Warte, da müssen wir vorher hier den Frost wegmachen. Ja, mach mal ruhig hier ordentlich weg. Dann können wir hier nämlich das größer machen. Dann kriegen wir bestimmt 5 Teams dazu. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So, hier wird jetzt das Wohngebäude errichtet. Ja, sieht gut aus. Oh, minus 1 nur noch. Okay. Na, dann machen wir noch so ein Ding. Können es uns noch einmal leisten, aber dann können wir keine Forschung machen, wenn wir das jetzt machen. Forschung ist ja gleich durch. Ne, dann machen wir das jetzt nicht erstmal. Ja, machen wir noch einen Wohnbezirk jetzt. Da haben wir ein bisschen Reserve drin. Müssen wir ein bisschen mehr Frost wegräumen hier. Können wir nochmal Frost wegräumen? Mach nochmal hier Frosträumaktion. Mach mal hier hinten eine. Dass wir hier auch mal was bauen können. Hier ist lauter Freiraum, den wir nicht nutzen können, weil hier einfach kein Platz ist. Schmelzetiefe Vorkommen ist ja optional. Und diese werden für unendliche Vorkommen mehr nötig. Genau, und das müssen wir nämlich erforschen. Deswegen baue ich jetzt keinen Wohnraum mit diesem Zusatzwohnraum da. Weil sonst kostet das zu viel. Und dann können wir diese Forschung nämlich nicht machen. Das, genau, das hebe ich mir jetzt mal auf, das Geld. Dass wir damit lieber diese Forschung machen können. Dann macht man hier lieber die Erweiterung von dem Bezirk jetzt. Das erscheint mir jetzt schlauer. Und dann bauen wir hier noch einen Wohnbezirk. Kältere Jahreszeit, Wärmebedarf steigt. Ja. Okay, sieht aber gut aus erstmal. Ja, wir haben jetzt halt ein Defizit. 65 Verlust am Tag. Können wir in der anderen Kolonie das Netz noch ausgleichen? Nicht so wirklich. Okay, da müssen wir mal schauen, dass wir die Menge an Öl, die da gefördert wird, noch ein bisschen erhöhen auf jeden Fall. Aber wir haben es ja, wir haben jetzt erstmal eine Reserve von 4000. Geh mal da hin und pausier mal kurz. Ich muss mal das mit dem Pausenmodus machen, dass ich nicht so viel Zeit verliere. Lass mal hier das abreißen, weil das scheint nicht mehr gebraucht zu werden. Das ist schon leer jetzt. 3000 Baumaterial haben wir hier, also da können wir locker was machen. So, mal schnell mal gucken. Hier muss das Eis wieder gebrochen werden. Da hinten ist noch eine Ölquelle. Wenn wir die erschließen, dann kriegen wir noch mehr Öl und das müssen wir erreichen. Genau. Können wir hier den Förderbezirk vielleicht noch ein bisschen erweitern? Vielleicht wird dann nochmal... Ja, können wir nicht. Haben wir keinen Platz hier. Ja, müssen wir Frost beseitigen. Mach mal hier eine Frostbeseitigung so drumherum noch. Und zwei dieser Bohrer bauen für das optionale Ziel. Ja, genau. Wir suchen uns einfach die beiden unendlichen Quellen und bauen diese Bohrer dann genau da drauf. Und dann haben wir da schon mal zwei Sachen abgehakt, die wir dann immer permanent kriegen. Das ist auf jeden Fall gut. Das mache ich auch noch, bevor ich diese Überschussinjektoren installiere. So, genau. Haben wir. Gleich mal machen, gleich mal machen. Schmelze tiefer Vorkommen. Na doch, hier, oder? Das war das. Tiefenschmelzbohrer, genau. Ist auch bei beiden das Gleiche. Das muss jetzt auch noch durchlaufen, dann bauen wir diese Dinger und dann passt das. So, das hat jetzt leider die Menge des geförderten Öls nicht erhöht. Vorratszentrum voll, aber können wir da jetzt nicht auch wieder... Warte mal. Wenn wir jetzt sagen, das Vorratszentrum hier ist ja voll, 10.000 von 10.000. Da können wir doch sagen, schickt mal 5.000 rüber, ja genau. Die Hälfte von dem, was hier drin ist, dann kann nämlich hier neues Öl gefördert werden. Und hier haben wir jetzt einen größeren Puffer, das ist doch super. Ist jetzt auch da, ja? Warte mal. Den haben wir jetzt auch hier. Jawohl, siehst du? Das ist auch sofort, wird das gemacht. Oh, warte, hier haben wir eine Nachricht. Kundgebende Glaubenshüter schlagen Ideen vor. Na, das kann ja was werden. Oberhaupt, die Glaubenshüter haben ihre Kundgebungen auf einen neuen Bezirk ausgeweitet. Während der letzten Veranstaltung haben sie eine neue Idee mit Bezug auf neues Arbeitsmodell vorgestellt. Sie haben ein eigenes neues Gesetz entworfen, das sie jetzt der Stadt vorstellen. Maschinenpflege. Wir haben unseren Teil getan. Das Oberhaupt muss nur noch darüber abstimmen lassen. Sie wünschen sich deine Unterstützung für ihr Gesetz. Zusichern, die Verabschiedung von Maschinenpflege. Die Studie ignorieren. Was macht denn das? Du hast 35... Ja, was macht denn das?
Verabschiede Maschinenpflege. Die Verbesserung. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich verspreche es jetzt einfach mal, weil immer was versprechen, von dem man nicht weiß, was es eigentlich ist. Achso, wir haben ja noch 10 Wochen Sitzungspause. Anstehendes radikales Gesetz. Das aktuelle Gesetz auf der Tagesordnung ist für die einfachen Bürger undenkbar. Es wird schwieriger zu verabschieden sein als andere. Und sobald es erlassen wurde, wird es sowohl die Fraktionen als auch dafür radikalisieren. Maschinenwehr, was macht denn das konkret? Arbeitsbedarf sinkt. Hä? Und was ist daran jetzt negativ? Arbeitskräftebedarf sinkt. Die müssen weniger arbeiten. Sind die denn alle doof? Und das fördert die Radikalisierung? Was für eine Gesellschaft ist das eigentlich? Sind das eigentlich alles Idioten? Überwiegend dagegen, die Frostländer. Na gut, aber mit denen haben wir ja eigentlich... Die Neulondoner sind überwiegend dafür. Na gut, warte mal. Wenn die alle dafür wären, die Neulondoner und die Glaubenshüter... Dann hätten wir ja 49 und wir brauchen ja immer 51, um das Gesetz durchzubringen. Die Frostländer sind aber verhandlungsbereit, wenn ich das jetzt richtig sehe. Teilweise verhandlungsbereit. Was wollen sie denn haben dafür? Wenn wir dafür stimmen. Erforschen. Hydraulische Tiefpumpe. Wärmerückgewinnung. Bauen Staubkohlemine. Hä, wofür? Wir haben doch gar keinen. Wir brauchen keine Kohle mehr. Na gut, es wäre einfach. Ich baue einfach in den Förderbezirk von der Kohle einfach eine Staubkohlemine. Muss ja nicht laufen. Können wir ja sogar abschalten, prinzipiell. Die steht dann halt da. Die ist halt dann sinnlos. Ich meine, wenn sie was Sinnloses fordern, ja, dann, dann ist es halt so. Hier. Gib ihm. 60 dafür, 26 dagegen. Und wir brauchen ja... 51 immer, oder 52, machen wir mal, komm. Du wirst akzeptiert. Stimmen wir mal ab, bin ich mal gespannt. Maschinenpflege, mal gucken, ob es durchgeht. 60 dafür, genau 51 benötigt. Ja, dann ist es ja durch, ne? Hat noch einer noch mit abgestimmt. Ein Abweichender bei den anderen gab's noch. Jo, ich mach doch mit. Ich finde das auch gut. Nice. Die Glaubenshüter sind hoch erfreut, dass du dein Wort gehalten hast. Sie sind deiner Herrschaft gegenüber jetzt positiver gestimmt und halten dich für ein rechtschaffendes Oberhaupt. Ich verstehe. Und die Frostländer können sich nicht beschweren, weil die kriegen jetzt ihre Staubkohlemine. Warte. Die hatten wir hoffentlich schon. Die konnten wir hoffentlich schon machen. Staubkohlemine, genau. So, die wird jetzt einfach dahin gebaut und dann sind die auch zufrieden. Hervorragend. Haben wir zwei Fliegen in eine Klapse gesteckt. Nice. So. So macht man das, meine lieben Freunde. Ich meine, wie gesagt, die Kohle ist eh sinnlos. Das ist die sinnloseste Forderung, die die machen konnten. Die hätten alles mögliche andere fordern können bei der Industrie, aber sie fordern die Staubkohlemine. Völlig sinnlos, aber egal. Kollateralschäden, Maschinenpflege. Oberhaupt, eine Arbeitskraft ist bei einem Unfall mit einer Zerkleinerungspresse tragisch umgekommen. Eine Notabschaltung war nicht möglich, weil im Zuge von Maschinenpflege alle Teile ausgebaut wurden, die nicht der Produktionssteigerung dienten. Bob ist ausgerutscht und die Maschine hat ihn reingezogen und einfach zerkleinert. Seine Schreie, diese Schreie werde ich nie vergessen. Warum finde ich das lustig? Sagte eine schockierte Zeugin. Dann war so ein mechanisches Gluckern zu hören und alles lief weiter, als wäre nichts gewesen. Warum finde ich das lustig? Bob! Warum hast du denn nicht hingeguckt, Bob? Wie in so einer chinesischen Fabrik, ey. Mit übernächtigten Arbeitern. Nach diesem Unfall verlangen einige den Einbau von Schutzmechanismen. Notschalter einbauen. Maschinenpflege senkt den Arbeitskräftebedarf weniger effektiv. Beziehung verschlechtert sich mit Neulondoner. Nicht abrücken. Maschinenpflege kann Opfer fordern. Beziehung verbessert sich mit Neulondoner und Glaubenshütern. Die Maschinen tragen keine Schuld. Wir werden die Produktion nicht anhalten, nur weil irgendwer unvorsichtig war. Ja, chinesisches Vorbild halt, ne? Dann machen wir das. Sind alles Idioten. Da soll sie halt aufpassen beim Arbeiten. Kann es nicht sein. Muss er halt nicht bei der Arbeit schlafen. Alle selber schuld. Ich will diese Maschinen nicht anfassen. Ich will nicht. Du musst sie anfassen. Fass sie an. That's what she said. Genau. Wer lacht, kommt in die Hölle. Wer lacht, kommt in die Hölle.
Die Hölle der Maschinen. Forderung erfüllt. Neues Skylomatico. Guck mal hier, ist doch schön. Guck mal, die Frostländer, da wird die Fraktion auch weniger groß. Und die Glaubensleute, Glaubenshüter, da wächst die Fraktion. Die ist schon bei 17%, die war vorher mal bei 10 oder so. Da müssen wir ein bisschen gucken. Aber ich meine, gut, wir erfüllen ja auch denen ihre Forderungen letztendlich. Also wundern sollte das jetzt niemanden, dass das so ist. Genau. So, genau, wir wollten eigentlich noch hier bei der Kolonie mal ganz kurz mal hier auf Pause drücken und hier mal noch buddeln, dass wir zur Quelle kommen. Ah ja, wir waren ja schon bei der Quelle, oder? War das jetzt schon so weit freigegraben hier? Ich weiß es nicht, so fast. Macht das vielleicht mal so, dass wir da einen Förderbezirk machen können. Tiefenpumpen werden ja gerade noch erforscht, genau. Kann man eigentlich da jetzt schon noch ein Bonusgerät installieren? Geld ist gerade ein bisschen das Problem. Explosive Tiefpumpe. 100 Ölproduktion. Ja, könnte man natürlich installieren, so eine Tiefpumpe, ne? Wenn wir Geld haben dafür, wird man nochmal mehr Öl bekommen. So, wir haben 10 Expeditionisten. Guck mal, das hat geklappt mit der Erweiterung, oder? Wir hatten vorher nur 5 übrig, jetzt haben wir 10. Dann können wir dann diese eine mit den 30 Expeditionisten mal starten. Das würde mich mal interessieren, was es da gibt. Du kannst in der Kolonie auf der anderen Seite ansetzen zum Einbrechen. Brauchst nicht drum rum. Ach, ich kann einfach auf der anderen Seite anfangen. Ich dachte, ich muss immer von dem Punkt anfangen, wo das Eis schon gebrochen ist. Okay, ja, dann macht es das ja ein bisschen leichter. Aber apropos Eisbrechen. Also gut, hier fange ich jetzt einfach mal so an. Weil ich möchte jetzt hier die Ressourcen freilegen, genau. Hier wollten wir noch einen Wohnbezirk bauen. Aber wir sind jetzt eigentlich gerade ausgeglichen beim Wohnen. Ich baue mal trotzdem noch einen. Solange wir dafür jetzt auch das Geld haben. Wer weiß, wann wir da... Das war jetzt hier kein Wohnbezirk, oder? Oder war das hier ein Wohnbezirk? Was war denn das hier? Moment, was war denn das? Was ist denn das? Geh mal raus aus dem Ding. Ah, doch, war ein Wohnbezirk. Ja, dann... Stimmt, den hat man ja gerade gebaut, ne? Dann lass den gleich mal größer machen, einfach. Einfach mal vergrößern. Schon mal eine Erweiterung machen. Dann brauchen wir jetzt mal noch keinen weiteren. Es ist ausgeglichen gerade. Oh, so viel zum Thema Bevölkerung gewachsen. Okay, wir bauen mal noch einen, würde ich sagen. Oh Mann. Das reicht ja. Sehr groß genug. Und noch einen. Da müssen wir uns eh noch weiter ausbreiten in die Richtung. Ist ja alles nicht verkehrt. Unterm Strich. Hier machen wir mal auch noch eine Entfrostung. Oder, ja, nee, lieber hier noch. Denn das hier ist nämlich auch bald erschöpft. So, 81% für die Tiefpumpen. Jetzt haben wir nur noch... Ah, jetzt haben wir ein bisschen Geld bekommen. 91. Mal gucken, wie teuer die Tiefpumpen da sind. Da bin ich mal gespannt. Oh, Nahrung ist jetzt im Minus. Das ist schlecht. Gab es da nicht auch noch so Nahrungslager, die man bauen konnte? Scheinbar hier nicht. Oder ich muss die noch erforschen. So, Eis wird gebrochen. Hier haben wir wieder eine Meldung. Was ist passiert? Robert Owen, Ingenieur, stellt einen Rotationszubringer ein. So perfekt, so wunderschön. Ich bin deiner unwürdig. Unwürdig, dich anzusehen. Und noch unwürdiger, dich zu berühren. That's what she said. Ich bin nichts als Schleim und Gekröse. Zum Verwesen verdammt. Aber ich werde mir deine Gunst erarbeiten. Wenn ich nicht schlafe, werde ich dich versorgen und dir jeden Wunsch erfüllen. Genau wie meiner Kinder und ihrer Kinder nach ihnen. Die strikte Durchsetzung von Maschinenpflege sorgt für eine neue Art von Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Jawohl, Terminator, meine lieben Freunde. Nicht schlecht. Mensch-Maschine-Interface wird es dann geben irgendwann. Sag's euch. So, gleich wird der nächste Bezirk hier noch fertig. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir die Nahrung hochkriegen. So, jetzt sind erstmal die Tiefpumpen fertig. Tiefe Vorkommen. So, mal ganz kurz mal pausieren. Tiefenschmelzbohrer. Jetzt müssen wir mal gucken, wo können wir die denn jetzt bauen und wie teuer sind denn die? Förderung. Tiefenschmelzbohrer, genau. Wo ist es denn am dringendsten, sag mal?
Das hält noch eine Weile hier. Da müssen wir erstmal noch kein Tiefenvorkommen machen. Da müsste man wahrscheinlich eher auch den Wald nochmal erschließen, davon mal abgesehen. Da könnte man es machen. Machen wir mal bei der Nahrung, weil ich glaube, da ist es am kritischsten, wenn die Nahrung ausgeht. Mach mal da einen hin. Würde ich vorschlagen. Können wir gleich noch einen machen? Nee, noch nicht. Müssen wir auch mal Geld sparen. Ich glaube, da ist es erstmal am schlauesten. Nahrung, wenn Nahrung permanent kommt, ist das immer gut. Dann können die schon mal nicht verhungern. Das ist schon mal gut. So, jetzt ist der Bezirk hier fertig. Den erweitern wir mal gleich noch. Der kann gleich mal noch größer werden hier. Muss man nur mal gucken. Machen wir mal hier hinten einfach. So. Größerer Wohnbezirk. Dann ist da die Tiefpumpe fertig. 42, die Antwort auf alles. 27 pro Woche nehmen wir einen Grad. Also ich verstehe ja nicht, warum die Fraktion der Wegweiser so feindselig uns gegenüber ist. Wir machen ja eigentlich schon ziemlich fortschrittliche Dinge. Aber scheinbar wollen die unbedingt mehr erkunden. Okay, warte mal, ich starte jetzt mal gleich noch hier die Expedition. 30 Frostteams. Machen wir das mal. Das sind genau die Menge, die wir haben. Ich will da mal hin, ich will das mal... Mal wissen, was da ist. Genau. Nice, nice. Ist er fertig, der Tiefenbohrer? Jawohl. Jetzt läuft das nämlich unendlich hier. Das ist nämlich der Clou. Und das müssten wir jetzt eigentlich auch noch mal versuchen, dass wir hier jetzt bei dem Fördergebiet, dass wir da wieder zu dem Bereich kommen, wo die unendlichen Dinger sind. Hier. Da wäre es vielleicht schlau, wenn wir einen von den beiden Bezirken hier vielleicht nochmal wegmachen würden. Weil hier sind die Dinger... Oder wir warten einfach, bis einer von beiden von sich aus leer läuft. Und machen dann einen von beiden dann hier hin und bauen da dann den Tiefenbohrer drauf. Jetzt muss ich schon mal schauen. Brauchen wir noch von was anderem unendliche Ressourcen? Eigentlich ja noch vom... Hier sind nochmal Nahrungsmittel. Das ist schon mal auch gut. Und hier sind... Ja, das sind die Baustoffe, genau. Also Baumaterialien. Vielleicht schon mal hier so ein bisschen in Richtung dieses unendlichen Nahrungsvorkommens. Weil wir haben nur einen leichten Überschuss, nur 21. Das ist ein bisschen dünn, würde ich sagen. Lass mal da hinbuddeln und auch mal hier das schon mal ein bisschen breiter machen, die Schneise. Vielleicht auch gleich noch einen Nahrungsbezirk da hinstellen, da hinten. Dann laufen wir gar nicht erst Gefahr, dass wir nicht genug Nahrung haben. Zu wenig Öl. Ja, wir haben aber noch Lager, oder? 3000. Wie ist es denn in der Kolonie eigentlich? Da gleich aber noch weiter hingraben hier auf jeden Fall. Lass das mal machen. Vielleicht auch mal hier unten lang noch ein bisschen. Da ist ja auch Wärme. Und hier können wir ja schon einen Förderbezirk bauen eigentlich. So, das sind jetzt aber da keine unendlichen Quellen bei dem Öl. Da kann man keinen Tiefenbohrer bauen, richtig? Also da schon mal nicht. Hier auch nicht, okay. Also da wäre es vielleicht noch geil, wenn wir irgendwie in irgendeinem Gebiet, müssen wir natürlich dann Expeditionen machen, wenn wir irgendwo noch eine unendliche Ölquelle noch aufspüren könnten. Das wäre natürlich super, ja. Weil sonst geht natürlich hier irgendwann auch das Öl zur Neige. Da müssen wir dann natürlich aufpassen. Genau. Aber ich finde, das ist schon mal sehr gut. Wir haben die meisten Baustellen eigentlich ganz gut auf dem Zettel. Kann man sich eigentlich jetzt nicht beschweren. Die Stadt steht einer glorreichen Zukunft bevor. Okay, warte, eine von den Sachen machen wir jetzt noch. Das hier unten, das geht schneller vorbei. Werner Wotz, Erfinderin, baut eine Katze. Die Senioren im Pflegeheim werden den kleinen Racker lieben. Eine Automaton-Katze braucht weder Futter noch Katzenklo und kann den Leuten für immer Aufmerksamkeit und Liebe schenken. Naja, oder eben so lange, bis der Stahl zu rosten anfängt. Vielleicht überziehe ich sie mit Robbenfell, um die Leute zum Streicheln zu animieren, auch wenn es nicht nötig ist. Ich nenne sie Booster. Du hast eine Stadt in Richtung des Grundsteins Fortschritt gelenkt. Die bauen schon Roboterkatzen. Okay, für alte Leute. Auch geil. Schön, dass wir das noch gelesen haben. Was haben wir hier? Glaubenshüter weiterer Kundgebung. Oberhaupt, dank deiner Unterstützung haben die Glaubenshüter ihre Aktivität auf einen neuen Bezirk ausgeweitet. Ihre Mitglieder sind an jeder Ecke präsent und sie veranstalten jetzt auch regelmäßig Kundgebungen beim Instandhaltungszentrum dieses Bezirks. Sie fragen erneut, worauf sie sich als nächstes konzentrieren sollen.
Also was jetzt gerade fehlt, sind Wärmemarken. Die Zuversicht ist ja eigentlich ganz gut, weil wir ja die Probleme eigentlich auch ganz gut beheben eigentlich. Mach mal Wärmemarkeneinkommen erhöhen tatsächlich, dass wir schneller die ganzen Anlagen bauen können, die wir brauchen. Das ist auf jeden Fall mal ein Plan. Und dann würde ich noch einen Wohnbezirk jetzt bauen, einen Wohnkomplex. Und an dieser Stelle endet diese Folge Frostpunk 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Frostpunk 2, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.